Ich bin Chris Kraus, ich bin vor allem Regisseur, ich bin deshalb hier auch in meinem Produktionsbüro hier in Berlin. Ich habe viele Filme gemacht für das deutsche Kino, einige sind auch in den Niederlanden erschienen, 4 Minuten zum Beispiel. Und da ich mit dem Schreiben angefangen und nie aufgehört habe, bin ich auch Romanautor, habe einige Romane geschrieben und mein erster Roman ist tatsächlich Das kalte Blut gewesen, Fabrik de Klozacken heißt es, glaube ich, auf Niederländisch. Ja, das bin ich. Das kalte Blut ist eine komplexe Geschichte, das erkennt man fast schon an der Quantität. Es ist ein sehr, sehr dickes Buch, an dem ich lange gesessen habe, das viele existenzielle Themen umfasst. Es ist eine Familiengeschichte in erster Linie, eine Liebesgeschichte, vor allem aber eine politische Geschichte auch, die noch dazu über die Geschichte des Geheimdienstes, des deutschen Geheimdienstes vor allem, aber nicht nur, erzählt wird. Es geht um 3 Geschwister, 2 männliche, also 2 Brüder und eine Adoptivschwester namens Eve. Die 3 leben in einer wechselnden Ménage à trois über Jahrzehnte und sind in unterschiedlichsten Konstellationen, in den unterschiedlichsten Geheimdiensten. Und wir erleben durch ihre Perspektiven das 20. Jahrhundert in allen Schrecken und Grausamkeiten, in vielen emotionalen Verstrickungen und vor allem auch mit einem sehr eigenartigen vielleicht oder eigenartig erscheinenden Humor erzählt. Das ist Das kalte Blut. Es ist unglaublich schwer, diese Frage auf eine kurze Antwort herunterzubrechen. Auf jeden Fall war es nicht ein plötzlicher Schock, sondern das war eine Schockdynamik. Ja, wie so, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Erdbeben, das ja auch so Vorbeben hat. Dann gibt es eben ein großes, furchtbares Erdbeben und auch Nachbeben, die auch noch nicht vorbei sind. Also mit dem Bild würde ich das vielleicht beschreiben. Ich habe schon vor Jahrzehnten herausbekommen, aber nach dem Tod meines Großvaters, dass er nicht etwa bei der SS war, das wusste ich schon sehr lange, wurde aber in unserer Familie anders tradiert, nämlich als etwas sehr Selbstverständliches tradiert, sondern ich habe vor einigen Jahrzehnten herausbekommen, dass er in den SS-Einsatzgruppen war, in den Totenkopfkommandos, was nochmal etwas anderes war und dadurch direkt beteiligt am Holocaust. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Das ist vielleicht einfach die erste Station, die ich dazu sagen will. Ich habe in einem Geschichtsbuch, ich habe ja mal Geschichte studiert, viele meiner Filme handeln auch von historischen Stoffen, in einem Geschichtsbuch, in einer Fußnote über meinen Großvater etwas gelesen, habe dann mir vorgenommen, in 2, 3 Wochen herauszubekommen, was an dieser Fußnote dran ist, also wie weit die Verstrickungen reichen und mein Großvater. Habe furchtbare Dinge erlebt und hatte dann wieder mal so eine Schockwelle, dass meine Familie, also meine Kernfamilie, das nicht an sich heranlassen wollte, das abgelehnt hat, gesagt hat, diese Erkenntnisse von mir stimmen nicht. Und dann habe ich ein privates Buch, ein Atlas des Familienschreckens eigentlich geschrieben, das nicht veröffentlicht wurde, das aber auch Das kalte Blut heißt, in dem dokumentarisch die Geschichte meines Großvaters und seiner Brüder dokumentiert war und habe das der Familie zur Verfügung gestellt. Das war der Beginn der Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert aus der ganz persönlichen Sicht einer Familie, erstmal aus der ganz persönlichen Sicht von mir als Rechercheur.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die Geschichte meiner Familie hatte ich ja schon erzählt, für meine Kinder, für meine Familie. Aber durch die Recherchen, die 10 Jahre gedauert hatten, habe ich über den deutschen Geheimdienst Dinge erfahren, die für 10 Jahren noch gar nicht bekannt waren. Ich musste ja als Historiker, Ex-Historiker, um meine Familiengeschichte zu eruieren, in die Archive gehen. Und in den Archiven habe ich sehr, sehr viele Verhöre gefunden von ehemaligen SS-Tätern, die bis dato noch nicht veröffentlicht waren. Inzwischen sind Teile davon ausgewertet in der historischen Forschung, damals aber noch nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mitten ins Herz der deutschen Gesellschaft gestoßen bin, die aber eine Schattengesellschaft war. Eine Gesellschaft, die ich so nie erlebt habe, in der aber ein Teil meiner Familie untergetaucht war und die niemand kannte, die Gesellschaft des deutschen Geheimdienstes. Und das Personal des deutschen Geheimdienstes, des westdeutschen demokratischen Geheimdienstes, wurde zu ganz starken Teilen rekrutiert aus der SS oder Teilen der Wehrmacht. Das war mir nicht bekannt und deshalb habe ich gesagt, darüber muss ich ein Buch schreiben, über die Dinge. Und da sie vernäht waren geradezu mit meiner Familiengeschichte, hat es sich angeboten, diese politische Geschichte zu verbinden mit einer Familiengeschichte, die dann wie jede Familie über Liebe oder zumindest liebesähnliche Beziehungen zusammengehalten wurde. Das war der Beginn der Auseinandersetzung mit dem deutschen Geheimdienst. Tatsächlich bin ich so wie, ja, also aus so einer Froschperspektive bin ich über die Beschäftigung mit meiner Familie in die allgemeine politische Geschichte Deutschlands vorgedrungen. Moral ist etwas sehr, sehr Verwirrendes und unterliegt leider immer dem System, das diese Moral gebiert. Und das ist sehr verwirrend. Das heißt, wir bilden uns immer ein, dass ethische Grundsätze ewig wären, weil in dem Moment, in dem sie gelten, scheinen sie ewig zu sein. Sie sind ja immer in die Zukunft gerichtet. Moral ist immer in die Zukunft gerichtet. Und gleichzeitig muss sie sich gründen auf Geschichte, auf Vergangenheit. Aber sie geht immer in die Zukunft. Und ich habe eben gelernt, dass das nicht stimmt, dass sich Moral innerhalb von Sekunden verändern kann, ins Gegenteil umschlagen kann. Was man jetzt gerade sieht in Afghanistan, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Innerhalb von wenigen Tagen wird sich die moralische Grundlage dieses ganzen Staates vom Hellen ins Dunkle aus unserer Sicht wenden oder vom Dunklen ins Helle aus Sicht der Taliban. Und so ähnlich ist das eben auch, wenn man sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt. Ich komme aus einer Familie, in der Moral immer eine große Rolle spielte. Also ich komme aus einer Bildungsbürgerfamilie. Ich wurde immer zum Beispiel dazu erzogen, immer ehrlich zu sein, gerade heraus, so deutsche Tugenden. Und das ist natürlich sehr verwirrend, wenn man im Nachhinein rausbekommt, dass die Menschen, die einem das beigebracht haben, alle beim Geheimdienst waren. Also ein Geheimdienst ist niemals ehrlich und niemals gerade heraus. Daran merkt man eben schon diesen doppelten Boden. Und das, glaube ich, Verstörende an das kalte Blut ist, dass ich dieses Prinzip der Ambivalenz von Moral auf die Figuren übertragen habe. Das heißt, die Geschichte wird aus der Sicht eines Täters erzählt, der sich aber immer großartig findet. Und dieses Großartige wird nicht noch einmal durch eine andere Figur kommentiert, außer diese Figur gibt es tatsächlich einem Hippie, mit dem diese Hauptfigur Koya 1974 im Hospital liegt und die sich das alles anhören muss, ohne aber darauf reagieren zu können. Und so ähnlich in diese Situation ist auch der Leser geworfen. Er ist also ständig mit der Amoral von Moral oder der Moral der Amoral konfrontiert und das ist schwer zu ertragen. Das ist tatsächlich im Laufe erst der Beschäftigung mit dem ganzen Thema passiert, dass es mir klar wurde, es muss auch eine Liebesgeschichte sein, weil eigentlich das Thema in den Tod zielt. Also es ist natürlich ein sehr düsteres Buch. Es geht ja nicht nur um Tod, es geht um Töten. Und das Gegenteil von Töten ist
ja, Gebären ist also das Leben und das Bild für Leben ist Liebe. Und ich habe die Täter, um die es ja geht, diese drei Täter, die unterschiedlich ihre Taten gewichten, habe ich eben damit konfrontiert, dass sie Menschen sind. Sie sind keine Dämonen. Und als Menschen kennen sie auch die Liebe. Das war für mich sehr verstörend, dass ich ja auch, dass mein Großvater zum Beispiel für mich ein Vorbild war und ein Mensch, den ich wirklich sehr verehrt habe als Kind, den ich sehr geliebt habe, der sehr, auch sehr humorvoll war, sehr zärtlich. Und das wollte ich übertragen, also dass diese Erkenntnis, dass er einfach ein Mensch war und kein Teufel, das wollte ich übertragen auf diese Figuren und habe deshalb sie in eine verrückte Liebeskonstellation gesetzt. Na, die Rahmenerzählung ist das Eigentliche. Ja? Also, das Buch ist zwar von der Masse her zu 90% eine Rückblende, sagen wir beim Film. Also wir tauchen in die historische Zeit zurück, aber im Grunde genommen handelt es sich um einen fast platonischen Dialog, weil die eine Figur mit ihrer Moral auf eine andere Figur mit deren Moral trifft. Und weshalb ich den Hippie gewählt habe, war, weil ich einen Stellvertreter für die Leserschaft brauchte. Und ich glaube, dass der Hippie tatsächlich emotional all das durchmacht, was die Leser auch immer durchmachen im Verlauf dieser Handlung. Also er ist am Anfang entzückt von diesem sehr gebildeten, human scheinenden, humanistisch gebildeten und ja, sehr vielseitig interessierten Grand Seigneur. Koya. Und im Laufe der Zeit bricht der Hippie zusammen, so wie das Publikum auch zusammenbricht. Und um eben eine Art alter Ego für das Publikum, für den Leser zu schaffen, die Leserin zu schaffen, braucht es unbedingt den Hippie. Also ich selbst, da ich so eine Innenperspektive habe, kann das ganz schwer auseinanderhalten. Tatsächlich war das, der Roman die Vorstufe, die Vorrecherche eigentlich für eine Fernsehserie. Also ich hatte ursprünglich nicht vorgehabt, einen Roman zu schreiben. Das hat sich nur so ergeben, weil es sehr schwer war, für eine so krasse, polarisierende Geschichte Gelder aufzutreiben. Fernsehen oder Kino ist halt einfach gebunden an sehr viele finanzielle Mittel und die haben wir erstmal nicht gekriegt und deshalb habe ich dann durch Zufälle einen Verleger gefunden hier in Deutschland bzw. in der Schweiz, Diogenes, und die haben den Roman rausgebracht. Das Schreiben für Film ist für mich aber ganz ähnlich wie das Schreiben für die Literatur. Ich arbeite sehr stark mit Bildern, auch mit Sprachbildern und das kommt mir entgegen und ich hasse es zu langweilen. Ich glaube auch, dass das Buch, obwohl es sehr lang ist, nicht langweilig ist. Das ist mir immer so ein Anspruch tatsächlich. Ich finde das ganz furchtbar. Daran arbeite ich sehr lange, sowohl beim Film als auch in der Literatur. Das Interessanteste, was ich erlebt habe, war tatsächlich in Paris. Da gibt es, das kennt man hier in Deutschland nicht, da gibt es so große Veranstaltungen von den Verlagen für die Buchhändler. Dann waren wir da in Paris in so einem wunderschönen alten Theater, das die gemietet haben. Und dann hat so eine französische Schauspielerin drei Seiten vorgelesen aus diesem Buch. Und dann sah ich, das war eine Passage, in der Himmler auftrat, eine sehr auch ja, skurrile, groteske, aber auch schreckliche Passage. Und ich sah halt, wie die Leute, wie eine Buchhändlerin halt lachte und eine Buchhändlerin daneben weinte. Und das war berührend und besonders. Das habe ich so noch nie erlebt. Das fand ich sehr schön.